Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu Moonbreaker. Immer noch mit dem Gartner-Deck. Ich habe mal versucht gehabt, Gartner anzuzeichnen. Das geht nicht. Das ist anscheinend noch nicht das fertige Model von Gartner. Vogel schiebt mir herzu. Ah. Deswegen kann man ihn noch nicht bemalen. Oh. Ein Rush-Deck. Rush-Decks könnten problematisch für mich werden. Ja, ich muss es blocken. Ich muss ihn blocken. Ja, Vogel, ich weiß. Das Gute an dem Ding ist... Ich hätte ihn näher anstellen sollen. Naja. Das Gute daran, denn es gibt nur zwei Punkte. Das heißt, er würde ewig brauchen. Hier. Vogel, was ist denn? Dieser Vogel. Was hast du getan? Jetzt hast du was getan. Ah, verdammt. 5, das heißt, du machst 4. Okay. Muss Thorin rausholen. Ich muss dringend dafür sorgen, dass er weniger Dings hat. Gut, dann machen wir. Ich bin so ein Idiot. Vorbei. Eieiei. Ja, kommt nicht ran. Okay. Einen Schaden nochmal drauf gemacht, damit der hier nicht rankommt. Jetzt gib ihm. Ah, du kannst nicht beides. Du kannst ihm nicht Kampfrausch geben und ihn buffen. Gut. Oh, Hit and Run. Hit and Run ist schlecht. Doch nicht Hit and Run. Wahrscheinlich auch Flicker. Vogel, er sitzt genau neben dir. Doch. Doch tut er. Ja. Reit ihn an. Wir sitzen. Ein paar Zentimeter entfernt. Nicht mal weit weg. Nicht mal weit weg, Vögelchen. Want me? I'm right over here. Oh. Hier hin. Oh, still practicing. Hier hin. So. Dann hole ich dich jetzt auch raus. Und wir machen hier zu damit. Wir machen. Pflanzen hier eine Dorne hin. Und machen Dorne. So. Perfekt. Hit and Run kann ich vorbei. Muss, er geht an die Pflanzen. Haha. Oh. Au. Aui. Und dann, wo geht's hin?
Okay, du gehst nach oben. Als nächstes kommt Tifu, Destroyer of Worlds. Oh, von ihm auch. Wir müssen unseren Tifu schneller buffen. Und seinen Tifu zerstören. 90. So. Wir bewegen uns mit dir hier hin. Mit dir hier hin. Jetzt kommt unser Tipu. Unser Tipu Gaming. Weil ich möchte nicht, dass er von ihm getroffen wird. Das heißt, hier hin. Boden fruchtig machen. Sehr fruchtig. Wir geben dir Kampfrausch. Und treiben an. Und fertig. Inner Strength from Outer Strength. Yep. Au. Au. Ach, du hast ja auch schon noch Quick Attack, gell? Erstschlag, ja. Da hättest du Tipu dran machen sollen. Okay, er will auf Maximus. Beständlich. Ja, geh dahin. Ja. Ja. Into win. Ich komme mit Tipu direkt aus seinen Helden. Oder ich, vielleicht kommen wir. Nee, ich glaube, der Held blockt. Na. Recalculating. Gut, ich krieg den down. Vogel? Was ist denn heute los mit dir? Ist da wieder irgendwo ein Freivogel draußen? Ich sehe ihn nicht. Wenn sehe ich ihn nicht. Okay, vielleicht sollte ich die hier als erstes ausschalten. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay, okay. Dornpflanze. Du als Tipu-Killer. Du buffst ihn. Nahkampf da drauf vergiss. Du bist Fernkampf, oder? Nee, du bist auch ein Nahkampf. Uff. Your adrenaline roars. Nee, das soll ich nicht. Okay. Gut. Kriegst du Tipu down? Ich hoffe nicht. Aber ich krieg deinen Tipu down. Ich krieg deinen Tipu down. Mit Poison. It's a kind of poison. Poison. Der wurde nicht gebufft, oder? Nee. Du hast ihm nicht Doppelschlag gegeben. Justice.
glaube, du kommst auch nicht ran. Ja, vielleicht wäre er rangekommen. Mit einem Schlag kriegst du ihn auch nicht tot. Ja, so kriegst du ihn tot. So, jetzt komme ich aber an sie ran. So, jetzt komme ich hier an Tipu ran. Perfekt. Ist mir egal, wenn du das machst. Ich heile einfach gegen. You are thirsty. Here's an idea. Stop fighting each other. Why was I programmed this way? Killen wir doch erstmal dich. Dann machen wir das. Nehmen wir schön jetzt kein Aria, wir holen uns dich als Tipu-Abwehr. Hier beschwören wir. Ich doch eine Aria. Zu nah da dran, meiner Meinung nach. Beschwöre ich dich hier hin. Ich bin okay mit diesem Zug. Ah, ich hätte nur vielleicht hier irgendwo eine Pflanze hin beschwören sollen, statt zu heilen. I don't know. Tipu wird sterben. Hoffentlich nur seiner. Oh nein, er verfehlt. Und hiermit macht er zwei Angriffe. Aha, absoluter Counter. Sogar mit damit ran. Ah, vielleicht. Gut, ich kann den sogar wegziehen. Als nächstes stirbt sein Tipu. Deswegen liebe ich auch so eine Gifteinheit, die ein bisschen Leben hat. Und Tipu down. So, ich kann sie aber immer noch wegziehen. Gut. Hierhin bewegen. Ihn ranziehen. Mit ihr hier ran. Kampfrausch geben. Hierhin bewegen. Nahkampf. 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 Bodenfruchtig machen. Nahkampf? Nee. Wie? Ah, ich könnte das mit dem machen. Bewegen. Bei Nahkampf, hier. Yep. So, hier hin. Und ich lass dich hier. Jupp. Schauen wir mal, wie viel braucht es? Zwei Stück. Okay, schade.
Sie ist ein Problem. Ist definitiv ein Problem. Muss er ausschalten. Aria. Jetzt, wo Dings weg ist, kann ich gut eine Aria beschwören. Und er hat keine Units mehr. Ja. Wird sie auch angreifen, oder? Ist denn jetzt weg? Do not distract me. Gut, bewegen. Nährstoffe. Bewegen. Bewegen. Beute catchen. Beute? Dann halt das. So. Außerhalb der Reichweite bleiben. Wenigen. Bonnpflanze. Und gut, du kriegst Tipu, glaube ich, nicht down. Nächste Runde. Gut. Lass sie doch in Ruhe. Lass sie doch einfach in Ruhe, mein Freund. You gave me no choice. Aria wird ab jetzt hoffentlich. Das Gift hier ist einfach gerade Klatsch. Ich darf nur, muss nur dafür sorgen, dass mein Captain stirbt. Bis ich Tipu wieder online habe. Wenn du unbedingt killen willst, ich meine, halte ich nicht davon ab. Tweet, tweet, Mutter Huka denkt sich mein Vögelchen auch. Gut. Erstmal schalten wir machen so. Ja, Stille. Eat. So, Nährstoffe. Dann pflanzen. Boden möglichst sehr viele fruchtbar machen. Gehen bewegen. Und Zug beenden, ja. Und dann muss ich jetzt hier einfach anfangen gegenzuheilen. Ja, ich nur 4 Schaden. Ah, mit dir kriege ich mehr. Ja, Vogel, ich weiß, dass ich mit 4 mehr Schaden reinbekommen muss. Ist mir nicht sagen. Ja, er macht das Schild auf die. Warte.
Die Einheit. Kann ich mit Einheit Helden bewegen? Ich glaube nicht. Google. So, ich kann sie hier hinbewegen. So, hier hin. Anziehen. Nahkampf. Nahkampf. Bewegen. Present and sterile. Dornenpflanze. Kampf. So. Ich habe ihn 50 gegeben. Er müsste es überleben. Jedenfalls hoffe ich das. Und dann kann ich weiter fliehen. Ja, er kommt nicht ran. Gib auf. Du gibst auf, oder? Ich sehe keine Chance, wie du noch gewinnst. Oh, du machst mir hier 3 Schaden. Sogar vorbei. Jetzt einfach gegenheilen. Und dann kommt Tipu. Tipu Buff. Ich mal hier auf Nummer sicher. Warte. Kann ich noch angreifen mit dir? Nee, gut. Kriegst sie nicht da und ein Jeep kommt. Und du rennst auch weg. Perfekt. Ja, okay. Hat aufgegeben. Wahrscheinlich, weil ich meine Züge zu lange gemacht habe, obwohl ich am Gewinn war. Finde ich okay, dass das surrendert. Ich finde es die meiste Zeit blöd, wenn man surrendert. Aber wenn der Gegner lange in den Zügen braucht, wenn schon sicher ist, dass man nicht gewinnen kann, finde ich es okay. Was meinst du, Vögelchen? Nichts. Vögelchen hat nichts zu sagen. Gut. Du wolltest auch. Hattest du nicht einen Tipu? Ja, da ist dein Tipu. Ist auch Tipu-Deck. Ja. Zum Tipu buffen, Tipu am Leben erhalten. Das an und für sich eine gute Karte. Crankbait ist gut für Tipu. Das ist eine sehr gute Karte. Mit der Tänzerin. Ja, ich meine, kein schlechtes Deck, aber ich würde Accelerator vielleicht wirklich durch Gardner ersetzen. Ich finde. Also die Stärke ist meiner Meinung nach im Moment so. Astra, Zack,
Gardner, Xuna, Accelerator. Also ich bin Accelerator als reines All-In-Ding. Er hat halt nur eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass eine Unit einmal weniger Schaden bekommt. Um seine Units zu unterstützen. Das andere ist dieser Kreisel. Das heißt, man muss den Captain selber reinschicken. Und dann muss man ein Deck bauen, das das unterstützen kann. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Sie hat halt reiner Support, aber sehr gut in Supporten. Astra ist viel zu overpowered. Gut. Dann bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und ein Kommentar da. Man hört sich beim nächsten Mal. Vögelchen sagen auch noch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.